Im City Carré fanden kürzlich Modellbautage statt. Wir haben mit unserer Kamera vorbeigeschaut und uns zusammen mit den vielen Besuchern um die vielen Eisenbahnplatten und Ausstellungsstücke gedrängelt. Für große und kleine Eisenbahnfans waren die Modellbautage so kurz vor Weihnachten genau das Richtige. Über 20 Aussteller präsentierten die ganze Welt des Modellbaus. Neben den allseits beliebten Eisenbahnplatten in den verschiedensten Landschaften und Spurweiten boten die Aussteller unter dem Motto »Zu Land, zu Wasser und in der Luft« außerdem Modellflugzeuge und Boote, Trucks und ferngesteuerte Fahrzeuge, eine Puppenstadt und viele weitere Highlights. Eine Japan-Anlage war dem Shinkansen-Streckennetz nachempfunden, eine andere dem Südwesten der USA mit seinem Silbermin oder der Bucht von San Francisco. Auch eine Straßenbahnanlage fehlte nicht, die markante Details aus Dresden im Maßstab 1:87 nachbildete. Die Aussteller kamen unter anderem aus Magdeburg und Umgebung, aus Leipzig, Bernburg und Springe und sogar aus den Niederlanden. Letztere hatten eine Grenzübergangsstelle zwischen Ost und West zu Zeiten des Mauerfalls im Modell gestaltet.